Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei God of War Ragnarök und dieses Mal in Midgard alle Norntruhen, die wir hier finden können. Die Norntruhen sind eigentlich relativ einfach hier, Gott sei Dank, gehalten in Midgard. Ja, fangen wir auch gleich mit der ersten an. Nämlich die befindet sich hier hinten. Hier hinten ist es mit einer kleinen Kletterpartie verbunden. Wir kommen hier an und ihr seht schon hier die erste Fackel, die wir anzünden müssen. Hier hinten steht die Nornentruhe. Die erste Fackel ist hier oben. Jetzt müssen wir ein bisschen klettern. Einmal hoch, einmal hoch. Und da seht ihr schon die zweite hier unten. Hier müssen wir einmal kurz ein bisschen runter. Hier oben ist noch Hacksilber, sehen wir natürlich auch mit. Da jedenfalls ist dort die zweite hier. Da ist sie. Hier einmal runter und dort ist sie auch an die Macht. Jetzt haben wir hier zwei Nornentruhen, zwei Fackeln angezündet für diese Nornentruhe. Jetzt müssen wir eigentlich noch mal hoch, aber natürlich haben wir hier noch eine Kiste. So, die Kiste müssen wir noch mal, weil ich habe natürlich die dritte vergessen. So, zwei haben wir, die dritte befindet sich ganz oben. Also jetzt hier da hinten oben. Jetzt müssen wir hier nochmal den ganzen Weg nochmal. Einmal hier hin. Einmal hier hoch. Nochmal hoch. Nochmal hoch. So weit oben sind wir jetzt hier. Und dort befindet sich die nächste. So kommen wir nicht ran. Da müssen wir. Doch, kommen wir. So, zack. Und die nächste, die Nordtruhe, ist offen. Das war unsere erste Nornentruhe. Die zweite befindet sich hier hinten an dem Portal. Hier müssen wir die Glocken läuten. Hier ist eine Glocke. Hier müssen wir erstmal natürlich auch alles aufmachen. Und natürlich in einem gewissen Zeitraum die Glocken läuten. Somit haben wir die zweite Nornentruhe hier eigentlich relativ einfach gelöst. Die nächste befindet sich hier hinten. Also wenn wir hier reinkommen, haben wir noch eine Nornentruhe, nämlich in diesem Räuberlager. Die ist bisschen, naja, finde ich. Hier brauchen wir erstmal das Ding hier, da müssen wir das da aufspringen. Und nehmen wir noch einmal eine mit. Hier ist die Nornentruhe, hier müssen wir auch erstmal abbrennen, das alles. Falsche Pfeile. Einmal so abbrennen und dort hinter befindet sich, ja, die Fackel, die wir anmachen müssen. Hier geht, reicht es einfach, die Pfeile zu nutzen. Nur die Pfeile sind an. Die nächste Fackel befindet sich jetzt hier hinten in diesem Loch. Hier müssen wir einfach diese Dinger hier nehmen. Die mit, am besten mit Pfeilen, irgendwo anschießen und einfach reinwerfen. So, die nächste Fackel ist an. Die nächste Fackel brauchen wir auch wieder. Das hier ist, findet sich nämlich ganz weit hier hinten. Da müssen wir auch wieder mit den Pfeilen arbeiten, so dass wir die auch wirklich alle treffen. Und das ist am besten auch so. Okay, das war ein bisschen zu hoch. Einmal noch. So, die Dinger sind an. Zack. Bumm, explodiert, Fackel ist an. Somit haben wir die nächste Nornentruhe nämlich mit einem Bluthorn. So, die nächste befindet sich hier hinten. Hier ist ein umgestürzter Schild. Hier müssen wir erstmal natürlich das Schild, das kleine Rätsel lösen. Hier ist die erste Fackel hier drinnen, nachdem wir natürlich das Tor geöffnet haben. Okay, das war zu wenig. Hier können wir auch mit den Pfeilen wieder arbeiten. Geht da relativ einfacher. Die zweite befindet sich, wenn wir hier hochklettern, hier oben. Hier können wir auch einfach mit den Pfeilen arbeiten oder wir kommen auch so ran. Müsst ihr mal probieren. Ich habe hier gleich mit den Pfeilen gemacht, weil sonst hätte es mir zu lange gedauert. So, ran. Klack, klack, an. Und die letzte Fackel befindet sich einmal, wenn wir das Rad drehen, hier hinter.
Und hier können wir auch einfach wieder mit den Pfeilen arbeiten. Wenn es so. Und dann haben wir somit auch die letzte Norntruhe in dem Gebiet abgeschlossen. Midgard somit mit Norntruhen auch fertig. Und ja, also Leute, somit bis zum nächsten Mal. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.